Und damit ein Herzsalut zu einer weiteren spannenden Variante von Survival. Enshrouded, ein neues Spiel aus deutscher Produktion, King Games. Ich habe anderthalb Jahre drauf gewartet. Nun ist es endlich soweit. Nun darf ich es spielen. Nun kann ich mich da durchwüten. Und dieses Spiel verspricht so all das, was man sich so vorstellen kann. Tolles Bauen, tolles Entdecken, schöne Grafiken, tolle Animation, eine tolle Geschichte. Was wollen wir mehr? Ich habe uns einen Charakter schon mal erstellt. Klein, hübsch, Hose hat er, hat Haare, hat Bart, passt. Demzufolge, lasst uns loslegen, gar nicht großartig rumspielen. Es geht los, ab in die Geschichte. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir, it was a cure. A blessing, a weapon, once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Und damit sind wir mittendrin. Ich habe das Spiel schon mal in der Demo-Version gespielt. Und ich muss sagen, gegenüber der Demo-Version ist das viel, viel weicher, viel, viel zarter. Die Grafiken oder die Ausleuchtung viel, viel toller. Ich sage das nur jetzt schon mal vorab. Der Flamme kommunizieren. Du hast so lange geruht, Flammenblut. Das Gluttal ist untergegangen, verschlungen vom Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich vor der Dunkelheit zu schützen. Mach mal. So, damit haben wir unsere erste Quest und unser erstes Rezept freigeschaltet. Hinein in die Welt. Vorsichtig. Okay, hier dürfen wir durch. Oh, ist das nicht schön? Vöglein zwitschern, die Sonne scheint uns. Prima. Und das alles dürfen wir entdecken. Das wird eine spannende Reise. Dich erwartet eine große geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke Tabulator, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckung im Auge zu behalten. Gut. Riesenkarte. Wir werden alles entdecken. So. Lesen. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer, schützt es in einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern, aber da ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus dem Flammen geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir könnten erhellende Gespräche führen. Balthasar. Okay. Du bist also Balthasar? Uns mal diese große, tolle Welt entdecken.
Das? Blatt. Okay. Ich dachte schon, was wichtig ist. Ja. Sammeln. Eine Fackel und eine Bandage. Schauen wir mal. Unsere erste Waffe bzw. unser erstes Licht. Quest haben wir gerade gehört. Erreiche die Ebene. Handwerk. Unser erstes Rezept. Welt kennen wir. Dann. Gut, also die Fackel kann notfalls auch zum Schlagen benutzt werden. Oh, die ist schon mal fast kaputt. Die hält halt nicht viel. Ach, zum Glück gibt es hier eine neue. Und die ersten Rezepte fliegen ein. Geht doch schon mal gut los. So, wo geht's hier lang? Was ist eine Leiter? Wo geht's hier hin? Oh, da. Benutze ein Terraforming-Werkzeug oder Sprengstoff, um dir einen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Explosive Schwarzpulverkugeln können geworfen werden. Explosive Fässer werden aus der Ferne gezündet. Okay. Oh, da ist was dahinter. Das sind so die Sachen, die ich schon aus der Demo kenne. Und... herrliche Waffen. Das war wohl noch nicht so richtig. Aber jetzt. Prima. So. Wieder was zu lesen. Nicht auf den Tisch stellen. Ode an Erlands. Kommt zusammen. Wir trinken. Eine Ode der Königin. Eins von den Jungen. Drei Kinder auf dem Arm, der Becher voll. Und wenn sie laut dachte... dann hat sie gesungen. Met in meinem Becher oder füllt ihn mit rum. Lieber zu viel Trank als nichts zu tun. Zu wenig geht nicht, also seid's geteilt. Trinkt lieber zu viel, auf das ihr verweilt. Lieber Met in meinem Kopf und auf der Flucht, als meinen Kopf auf einem Spieß war jeder Sucht. Holt rum und Met und in den Becher rein, den Becher auf den Kopf, lasst das Trinken nicht sein. Okay, stimmen wir erstmal zu. Die Truhe mitnehmen könnte. Ein Beil. 11 Schaden, Schnitt und Wucht. Okay. Nehmen wir. Zack. Aber da wir gemerkt haben, wie gefährlich das ist, pack ich das mal lieber ganz weit weg. Ich weiß, ich tue mir sonst weh. So, du machst Schaden. Oh. Mindestens mehr Schaden als Zauberstab und mehr. Okay. Alter, nicht so wild. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Ja. Du auch noch? Gut. Dann lasst uns mal weiterschauen. Bom, 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 bom. Eine Truhe. Noch eine Fackel. Dann wird es jetzt bestimmt dunkel irgendwo. Ist noch mehr, wo wir kaputt machen können? Nö, ne? Ja gut. Der Weg wird uns leiden. Uäh. Gruselig. Schön, die Geräusche. Das klingt wirklich wie in der Höhle. Bäh. Noch eine Fackel. Die Flamme ermöglicht es dir, dem Miasma zu widerstehen. Aber wenn du zu lange verweilst, stirbst du trotzdem. Entkomme, um deine maximalen Zeit im Miasma aufzufüllen. Okay. Ehe. Einleuchten.
ist nix. Puh. Was für eine Suppe. Drücke die mittlere Maustaste, um deinen Gegner ins Visier zu nehmen. Drücke Steuerung, um auszuweichen. Okay. Gegner, wie gesagt. Bist du Gegner? Oh. Dann geht es mir erstmal schneller verloren. Okay. Das ist noch nicht der Gegner. Aber du, oder? Oh, da ist der nächste. Puh. Okay. Er visiert sie dann automatisch den nächsten an. Runen und Stofffetzen. Noch mehr Stofffetzen. War hier nicht noch einer? Ja. Miasmasporen. Ja. Das ist echt eine Suppe hier drin. Ja, wir sind draußen aus dem Miasma. Komm, alles mitnehmen. Obersteinblock. Naja, wir sind nicht mal richtig durch und haben schon die ersten Rezepte. Aber wir sind hier. Werkbank gibt es auch noch. Juhu. Fällst du, erwachst du an deinem letzten besuchten Leuchtfeuer. Wieder zum Leben. Okay. Klingt so schön friedlich hier. Schauen. Deine. Pflanzenfasern und Äste. Bärchen. Was zu essen haben wir auch schon gefunden. Und Mais auch. Ja, geht doch gut. Bist denn du hier drüben? Ach, ein Pilz. Okay. Sammeln. Noch ein paar Bärchen. Aue. Das. Honig und Wachs. Okay. Kann ich dich jetzt zerhacken? Das Beil ist scheinbar zum Kämpfen und nicht zum Werkzeug gedacht. Okay. Noch ein paar Bärchen. Ernte und iss Beeren, um deine Gesundheit mit der Zeit wieder aufzufüllen. Das bereite ich auf die kommenden Gefahren vor. Hilfe! Wo kommt denn der jetzt her? Ach, das ist der örtliche Knochenlieferant, hab ich gehört. Soll's hier geben. Knochen auf Bestellung. So, noch ein paar Pilze. Oh, die nächsten. Fleisch haben die auch. Kann man bestimmt auf dem Bestellzettel ankreuzen, was man haben möchte. Nochmal Fleisch. Okay. Oh. Attacke. Ah, super. Die nehme ich auch noch mit. Ein Fähigkeitspunkt. Müssen wir dann gleich mal schauen. Oh, das ist der nächste. Okay, die machen sogar Auchi. Regeneriert das von alleine. Ja, so, mal gucken. Demo ist dann auch schon ein paar Tage her. Oh. Steine dürfen wir nicht aufheben. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Schrei mich nicht an, Spiel.
Noch ein Pilzchen und ein paar Stöckchen. Tada. Ach, da hab ich einen. Okay. Also wir können doch ein paar aufheben. Aber scheinbar nur der Axt kaputt. Du hier. Die Hexe. Warte da. Wieder so ein Unhold. Dann haben wir 5 Minuten. Super. Noch so einer. Gut, also die blocken ganz gut. Da tränen einem ja die Augen. Vor lauter Nebel. Da. Eigentlich irgendwo Boden, ein Loch. Ach, guck mal da. Wollen wir wirklich da runter gehen? Nehmen wir mit. Wir sind geben sie uns Material. Sieht schon arg widerlich unten aus. Und Geheimgang. Immer auf die Zeit oben achten, nicht dass ich... Ja. Wir gehen nochmal ganz kurz hoch. Vom Startweg schon mal halt. Vom Startweg schon mal ein tolles Abenteuer. Kommt jetzt wieder. Wir haben ja noch den Geheimgang. Und eine Fackel erkennt man natürlich nichts. Auch noch eine Truhe. Holzpfeile und Bandagen. Abbauen. Okay. Bücher abbauen. Na komm. Lass die Fackel nicht wegschmeißen. Lass noch ein Buch. Wollte gerade sagen. Vielleicht ist das genau doch der wichtigste Band von allen und ich lasse ihn liegen. Metallschrott. Korn ist immer gut. Da. Den letzten noch. Da. Da war wieder Licht. Ah, es sieht freilich schon ein bisschen höher aus hier unten. Gut. Das haben wir. Ja, jetzt haben wir die Taschen gleich wieder voll. Dann haben wir noch nicht mal richtig angefangen. Puh, raus aus der Suppe. Lass uns mal ins Inventar gucken. Was haben wir denn? Bücher. Materialien. Ein Stapel alter Pergamente. Abgenutzt und zerrissen von Zeilen der Zeit. Ein weiser Mann könnte aus den Überresten noch etwas herausholen. Okay. Ja, hat sich da erstmal gelohnt. Und die Fackel kannst du wegpacken. Ich glaube, unsere Axt ist gleich durch. Wir sollten vielleicht Gegnern nicht unbedingt begegnen. Aber wer will schon Gegnern begegnen, oder? Die? Wieder so ein Wortwitz. Ey. Ein bisschen zu schnell für mich. Ah, ich renne euch jetzt nicht hinterher.
Wartet's noch ab, wenn ich einen Stall bauen kann, dann sperre ich euch ein. So. Noch ein paar Stöckchen. Es macht so einen Spaß, das Looten im Vorbeigehen. Was ist denn das? Richtig. Eine Wonne. Im Vorbeirennen. Oh, noch ein Wolf. Hallo, Wolfgang? Wieder nur Knochen. Na gut, wir haben die Taschen erstmal voll. Wir haben ja eine Aufgabe gekriegt. Suche einen Platz. Ja. Nehmen wir an, das wird unser Marker sein. Genau. Ich kann irgendwie nicht anders. Ich muss immer alles einstecken. Ja. Hier soll es also sein. Okay. Sieht schön flach aus. Also. Baue ein Flammenaltar. Handwerk. Leg mal los. Ein Flammenaltar. Haben wir. Die Werkbank. Komm, wir haben die Materialien. Ein Bauhammer. Werden wir auch brauchen. Garn. Holzfäller-Axt. Da brauchen wir auch Garn. Fürs Lagerfeuer keins. Spitzhacke brauchen wir Garn. Komm. Ja. Wir haben erstmal ein bisschen. So, Bandagen haben wir noch. Also, eine Holzfäller-Axt. Zack. Eine Spitzhacke, zack. Ein Lagerfeuer, zack. Fackeln haben wir noch. Dietrich weiß ich nicht. Schilde sind immer gut. Zack. Keule. Ja klar. Ein Bogen. Aber sicher doch. So, jetzt haben wir Holzpfeile freigeschalten gekriegt. Klar, ein Bogen ohne Pfeile macht keinen Sinn. Ja. 30 reichen erstmal. So. Gut, dann lass uns mal sortieren. Also. Hier haben wir was zu essen. Essen, essen, essen. Trinken, essen. Hier ist der Flammenaltar. Das sind unsere Granaten. Die wir schon mal auf der Tasche haben. Gut. Oder so hin, dass die Ecke da nicht da reinguckt. Ja. Prima. Du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende, die in Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasma-verhüllten Tal. So. Wir haben einen Altar. Aufwerten. Später. Stärke der Flamme. Ja. Später. Fähigkeitspunkte zurücksetzen. Wir haben noch nicht mal Fähigkeitspunkte. Flamme tilgen. Macht ja keinen Sinn. Anspruch an Platz für deine Basis erledigt. So. Als nächstes Reise durch das Miasma. Ich würde aber ganz gerne hier schon mal irgendwie... Wollte ich einen Bauhammer? Genau. Schauen, dass wir uns wähle die Form, wähle das Material, öffne das Untermenü, um auszuwählen. Okay. Also. Das sind die Formen. 1 Meter, 2 Meter, das sind die Größen, das passt. Und Materialien haben wir noch keine. So, dann gucken wir mal. Handwerk. Garn, Holzfäller, Schilde. Wir haben doch schon was gebaut. Wir haben doch eine Werkbank zum Beispiel. Jetzt mal erstmal hier hin. Zack. So. Wir können Steinblöcke machen, Holzblöcke. Und wir machen mal ein paar Steinblöcke. Mal sehen, wie weit wir kommen. Haben wir. Holzblöcke. Ich werde erstmal mal Pflanzenfaser, Dach. Ja. Was wir haben, haben wir.
Bauplatz. Winzige Truhe, genau das wollte ich. Eine Truhe, wir können Zeug auspacken. Kleider, Miasmaholz und Tierfell haben wir nicht. Also Tierfell schon eins, aber kein Miasmaholz. Greifhaken brauchen wir gern. Könnte ich gern machen? Manuel, da. Da können wir schon mal den machen. So. Beim Betten fehlt uns wieder ein Garn. Also, nochmal. Garn. Herstellen. In der Werkbank. Bett. Herstellen. So, jetzt haben wir eine ganze Menge hergestellt. Und sonst noch Tische. Ja, einrichten können wir uns später. Feuerstellen. Wieder ein Garn. So. Also nochmal. Lichtquellen wollten wir nicht. Feuerstellen. Steine. Ich würde sagen, lasst uns erstmal ein bisschen bauen. Wo haben wir unseren Hammer? Da war der Hammer nicht. Da ist er. So. Baumodus. Ich erinnere mich dran. Das war die größte Einheit. Sachen die Flamme nicht ganz in der Mitte, sonst steht sie uns ja immer im Weg. Oder im Moment jedenfalls. So, gut. Das sieht ja schon mal gut aus. Sollte reichen. Mehr muss es jetzt nicht sein. Bauen wir das aus. Wo haben wir denn unsere Kiste jetzt? Nur noch nicht. So, die Kiste. Dahin. Ah. Gut. Da. So, wir haben eine Kiste. Wir packen mal die Baumaterialien aus. Das haben wir ausgepackt. So, was haben wir denn sonst noch? Das Bett können wir noch aufbauen. Knochen, denke ich mal, brauchen wir nicht. Die Runen, mal schauen. Stoff, mal schauen. Den Haken, müssen wir dann mal gucken. Stein hier raus. Oder die Grundmaterialien lasse ich mal in der Hand. Holz, Stein, Fasern, das. So, was haben wir denn sonst? Das ist der Wachs und eine Fell. Metallschrott brauchen wir nicht. Bücher. So, Waffen, Werkzeuge. Pass mal auf eine Fackel raus. So, Fackel fürs Licht. Das zum Hacken. Das zum Kämpfen. Den Bogen zum Schießen. Dann haben wir Pfeile noch. Zack. So, dann haben wir den Bauhammer. Wir wollen gerade nicht bauen. Die Pfeile haben wir. Eine normale Axt. Spitzhacke. So. Schild. Okay. Ausrüsten. Der Haken. Auch ausrüsten. Wir haben eine Fackel. Das muss erstmal reichen. Das wird sonst zu viel. So. Wir haben noch das Bett zum Aufbauen. Garn haben wir jetzt genug ausgegeben. Das packen wir mal hier rüber. Denke ich mal, wir sind gerüstet. Langsam bauen will ich jetzt nicht. So, lass uns mal ein Bett hier irgendwo herstellen. Ja, am besten hier drüben. Da. Drehen mit R. So. Schlafen. Okay. Ausgeruht, inaktiv. Warum inaktiv? Schutz, sitzen, schlafen. Weil es nicht überdacht ist, wäre eine Möglichkeit. So, also im Bau haben wir nochmal zurück. Und die Holzblöcke. Ja, sollte den Bauhammer auch ausrüsten. Zack.
Ah, komm. Holz. Mach schon mal eine Wand. Ja, eine gute Wand ist nur eine gute Wand, wenn es ein Fenster gibt. Da, hier. Hier drauf kann man nicht bauen. Dann lassen wir es mal noch offen. Normale Wand. Das muss jetzt nicht viel Großes sein. Erstmal nur, dass wir einen Unterschlupf haben. Ja, komm. Bitte, jeder. Ja, da haben wir eine Tür. Fenster daneben. Und noch eine Wand. Super. So schnell habe ich in noch keinem Spiel mir ein Haus gebaut. Quatsch. Wir hatten doch noch die Dachbausteile da. Schauen wir mal da. Damit ausschaut. Vielleicht kriegen wir auf die Schnelle, bevor wir losrennen können, Dach hin. Dächer 2, Dächer 1. Ah, das ist... Nein. Wie war das mit Z rückgängig? Es gibt da auch Ecken. Oh. Und R. Herrlich. Also das ist mal ein Bauen. Das macht Freude. Ohne großen Schnickschnack. So schnell, oder? Gut, wird's Material nicht reichen? Luft bauen? Nein! Einmal die falsche Taste gedrückt, wo ist denn unsere Werkbank? Alter, ich 3 Minuten im Spiel, ich habe die Werkbank verloren. Ach, da ist er. Gehst du trotzdem? Ja. Ich brauche mal noch ein paar Blöcke. Pflanzenfasern. Kriegen wir auf der Schnelle die noch zusammen? Ah, das sieht aus wie Pflanzenfasern. Die lila Bären. Ah, haben wir noch welche. Ausdauer ist ein bisschen runter. So, haben wir zumindest schon mal einen guten Einstieg geschafft. Wir haben sowas ähnliches wie ein Haus. Lauter Freude versagt mir gleich die Stimme. Reicht nicht weiter. Na gut. Für unsere Zwecke muss es erstmal reichen. Da. Das Dach auch zu. Auch 16. Kriegt man ja nicht alles zu, oder? Wenigstens ist Bett über Dachen. Vielleicht reicht das schon. Ausgeruht, inaktiv, erhöht maximal Ausdauer. Schutz, sitzen. Kein Schutz. Okay. Gut. Aber wir müssen ja jetzt nicht schlafen. Los, komm, das Zeug wird hier rein. Hat ja keiner gesagt, dass wir jetzt schlafen sollen. Zeug wird schön rausgepackt. Das brauchen wir noch. Holz lasse ich mal hier, das Baumaterial. Lagerfeuer vielleicht noch. Fasern ja her. Ja. So, Lagerfeuer, wo haben wir das denn? Wollte ich gerade die Granate zünden? Dann hätte ich alles wieder abgerissen. Den nehmen wir mal hier rein. Das ist mir zu gefährlich. So.
Ein Lagerfeuer. Ah, hierher. Zack, wir haben eins. Kochen. Lass uns mal platzieren deine Nahrung in deiner Aktionsleiste, wähle sie aus, linke Maustaste, um sie zu kochen. Check it out. Ich liebe das. Unkompliziert. Einfach nur reinhalten und hast du Maiskolben? Ah, ich dachte jetzt Popcorn. Und denn sonst noch? Rohes Wolfsfleisch? Oh, das gibt bestimmt Schmackes. Hässlichen Pilze lassen wir jetzt mal hier. Ja. Wir sind ja nicht so viel. Wir haben die Bären noch. Hier haben wir auch noch ein paar Bären. Noch eine Fackel, den Bauhammer. Nehmen wir die Faser mit. Wer weiß, die stecken vielleicht so. Honig weiß ich auch noch nicht so recht, was wir damit anstellen wollen. Bären können wir bestimmt essen. Okay, Statuswerte ausgeruht, erhöht. Prima. Die Flamme hat nichts anderes zu sagen. Ja. Dann haben wir doch den ersten Schritt geschafft. Schaut, wir haben schon unser erstes kleines Haus. Und das ist für die Kürze der Zeit echt gut. Der Rand mit dem Dach gefällt mir noch gar nicht, aber ja, ist unser Erstlingshaus. Muss ja nicht hier bleiben. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, ich sammle mal noch ein bisschen Stroh, Gemüse und was auch immer. Und wir gehen morgen mit dem ersten Hahnschrei von hier los und schauen mal, was sich hinter dem Miasma befindet. Seid ihr dabei? Ja, ne? Also dann, bis morgen, alter Frische. Like die Folge und schaltet morgen wieder ein. Dann geht's auf große Tour. Also, bis dahin, Tschüssikowski und bye bye.